Liebe Fastfreunde, was für ein Krimi hier in der Zelt in Tauche. 4-3 gewinnen die Akademiker nach Penalty Schießen. Man of the Match, ohne Zweifel, Philipp Lehr. Phil, eine bärenstarke Leistung von dir heute. Du hast ein paar unmöglichen Dinge rausgefischt. Wie schwer war es heute? Ja, ich muss sagen, es ist einfach gefallen. Die Mannschaft hat gekämpft, jeder wollte gewinnen. Auch im letzten Drittel, wo viele Strafen hatten, hat keiner aufgegeben, keiner hat die Köpfe hängen lassen. Wir haben bekämpft bis zum Ende und wurden zum Glück belohnt. Ja, okay, wir haben gut gestartet. Wir haben zwischenzeitlich eine 3-1 Führung, aber in der letzten Drittel Strafzeiten ohne Ende für die Akademiker, zum Teil unverständlich, muss man fairerweise sagen. Wir waren in Unterzahl sowas von geil heute. Ja, sehr gut. Viele Schüsse geblockt. Die Spieler haben die Nachschüsse weggenommen. Besser geht's nicht. Also es kam zu Penalty-Schießen, aber wir sollten vielleicht mal erwähnen, du musstest ein Penalty in der letzten Drittel auch abwehren. Penalty-Schießen scheint dir richtig Spaß zu machen. Ja, mein erstes Penalty-Schießen mal fast habe ich verloren gegen Halle. Ich habe mir gesagt, so was passiert, die Spieler haben in so einem Match. Wenn es läuft, dann läuft es halt. Und da hatte ich auch das gewisse Glück. Okay, wir wollten wirklich alle 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Es ist nur 2. Wir sind 2 Punkte in der Leipzig. Ist die Mission Aufstiegsrunde immer noch ein aktuelles Thema? Ja, natürlich. Wir haben gesehen, letzten Sonntag, Leipzig verliert gegen Jonsdorf. Wir müssen einfach unsere volle Punkte erholen. Dann können wir am Ende nichts sagen und wir haben gekämpft dann. Okay, letzte Frage, Buddy. Ganz schnell, ich weiß, dass du reingehen musst. Über 60 Fans waren heute da. Du hast dir die meiste Zeit wahrscheinlich hier zuhören können. Wie waren die drauf? Ja, super Stimmung. Kompliment an die Fans, hat riesen Spaß gemacht. War unser 7. Mann heute. Und ich denke, ohne die Fans war es auch nicht so ausgegangen, weil die haben uns mal wieder aufgerappelt. Und dann macht es auch einfacher. Also es ist einfacher zu spielen. Dankeschön, Philipp. Nee, geh mal in die Kabine, Buddy. Dankeschön fürs Zuschauen. Fass hat den Fluch gegen Leipzig endlich beendet. Tschüss.